Aber Tatsache ist, Mike, sie will mich. Und das hat sie dir auch gesagt. Echt? Ja. Aber dafür scheint sie ja das nicht offiziell machen zu wollen. Also irgendwie scheint sie dich doch nicht zu wollen. Miller kann sich noch so oft wiederholen, wie sie möchte, dass sie was von Tom will. Spätestens seit gestern Abend weiß ich, dass sie noch Gefühle für mich hat. Die lügt sich an, mehr nicht. Ja, ich muss los. Denk an den Auftritt, den mache ich heute. Mach ich. Schönen Tag euch. Mach's gut. Abschließen wir eine Maßnahme, ne? Willst du noch weiter zugucken oder willst du ein Foto? Du kannst aber auch mitmachen. Nee, komm, lass gut sein. Das macht dich schon alleine. Nächstes Mal auch der Brian Chatham. Wir wollen vögeln, aber seht ihr Bescheid, dass ihr hier vögeln wollt. Ich kann horchen und klopfen. Ja, ich kann horchen und klopfen. Ja, komm, mein Gott. Ach so, war das besetzt? Hab ich gesehen. Das ist reine Provokation. Hat er mich gerade gefragt, ob ich mitmachen will? Was ein Freak. Ja, hat er. Kriegt das alleine nicht hin? Ich frag dich auch nochmal, willst du mitmachen? Auf dem Dach ein bisschen Sport. Luft rauslassen. Jetzt ein bisschen Musik horchen. Brauch mal. Miller versucht sich hier irgendwas zu beweisen für eine Sache, die es gar nicht gibt. Und noch mehr regt mich auf, dass sie das vor meinen Augen machen müssen. Und jetzt spielt sich dieser Tom auch noch auf. Dein Herz geht nicht kaputt. Morgen. Moin. Spätstarter, ne? Nein. Nein? Müsste man nicht als Lehrer schon längst in der Schule sein? Okay. Ja? Was machst du eigentlich? Was? Ich sehe dich immer. Was machst du? Das interessiert mich jetzt nicht. Achso, ich wohne hier. Also beruflich machst du sonst nichts. Ich bin Barkeeper, ich habe eine Bar. Mhm. Okay. Tom. Thomas? Tom? Tommy? Tom? Tom. Tom. Genau. Pass auf, du scheinst ein netter Kerl zu sein. Und wenn wir jetzt hier schon gemeinsam wohnen, dann will ich dir vielleicht einen kleinen Tipp und Ratschlag geben. Du denkst ja, du hast jetzt hier deine große Liebe getroffen oder so mit Miller. Ich glaube, das ist nicht das, was du denkst. Die benutzt dich nur. Ich denke, dass du einfach nur eine Ablenkung bist. Und ich will dir die Enttäuschung ersparen, weißt du? Ich mein's nur nett. Ich verstehe es. Ja, okay, cool. Alles gut, ja. Danke. Ja. Du scheinst aber sehr von dir selbst überzeugt zu sein. Denn manchmal, was ich nicht verstehe, wenn du mir sagst, dass sie nicht die Richtige ist, ja? Was willst du dann von ihr? Ich? Ja. Ich meine, ich verstehe, dass ihr das hattet. Ich kenne die ganze Geschichte nicht, aber okay. Du bist verletzt. Das verstehe ich. Mhm. Aber Tatsache ist, Mike, sie will mich. Und das hat sie dir auch gesagt. Echt? Ja. Aber dafür scheint sie ja das nicht offiziell machen zu wollen. Also irgendwie scheint sie dich doch nicht zu wollen. Du siehst doch, wie viel Spaß wir haben, nicht? Also ich finde, wenn die Tür zu ist, ja. Wenn die Tür zu ist und sie sich dann versteckt und nicht offiziell machen will. Du, Mike, ich muss wirklich langsam los. Du hast recht. Ja, die Schüler warten, ne? Ja, genau. Ich habe einen richtigen Beruf. Du kannst gerne zu meiner Sprechstunde kommen. Okay. Also. Zimmer 0815. Wo immer du möchtest. Willst du mitkommen ins Bodybar? Ein bisschen Stress abbauen, ein bisschen quatschen. Sehe ich es auch, dass ich Stress habe? War nur ein Angebot. Ja, ich muss ins LA. Und ich treffe mich nachher mit Connor. Ich komme nach dem Sport ins LA, ja. Mach's gut. Tom scheint sich ja seiner Sache echt sicher zu sein. Aber dass aus ihm und Miller irgendwas wird, das glaube ich einfach nicht. Niemals. Ich habe doch gespürt, dass Miller noch was für mich empfindet. So, Hartermann, für dich gibt's die Apfelschorle. Ja, und wo bleibt mein Kuchen? Du hast schon zwei Stück gehabt, du Fressack. Was ich noch fragen wollte wegen Tom und dir, alles okay, ja. Also was war denn da heute mal los? Ich habe keine Lust, über Tom zu reden, ja? Ja. Null. Verstehe ich auch, aber also, was Miller da mit dir abzieht, das direkt vor deinen Augen, das Ganze ist jetzt schon kacke. Weiß Miller überhaupt selber, was sie da macht? Miller lenkt sich ab mit Tom, okay? Ja. Ja, ist das nicht. Null. Was wir hatten vorher, das war eine ganz andere Nummer. Wir? Bisschen blöd, Kopf, du weißt, was ich meine. Ja. Und ach, was soll ich denn sagen? Der Tom, wenn der sich jetzt anfängt so aufzuspielen, dann haben wir wirklich ein Problem. Aber da kann mir eigentlich auch völlig egal sein, weil schlussendlich, was bewirkt er bei ihr? Ja, gar nichts. Sag ich doch, gar nichts.
Ja, also, ja, ich bin auf jeden Fall ganz deiner Meinung, dass Miller sich mit dem ja nur ablenkt. Andererseits, ich hätte dich nicht kontaktiert und genervt in Portugal, wenn ich nicht irgendwie die Befürchtung hätte, dass da doch mehr ist. Deswegen, an deiner Stelle, ich meine, du sollst dir nicht zu sicher sein mit den Gefühlen, die Miller vielleicht noch für dich hat, weil aktuell ist es Tom, der bei ihr am Zug ist. Aktuell ist es Tom. Ja. Ist das mein Vater? Ich dachte, er wäre ein bisschen brauner nach so einem langen Aufenthalt in Portugal. Also, er ist immer noch deutlich bräuner wie du, mein Freund. Hast du da in einem Büro gearbeitet, oder? Da! Sag mal, was ist denn das? Hast du? Nee, doch nicht. Ich dachte, du hast Bart bekommen. Du Penner. Wie geht's dir? Wie war der Flug? Okay, jetzt besser. Flug, ich bin gelaufen. Achso, ja, natürlich. Was sonst, Herkules? Mit Gewichtsweste. Wir quatschen später, okay? Ja, genau. Lass dir die Worte nochmal durch den Kopf gehen und ihr habt bestimmt einiges nachzuholen, ne? Ja, ja. Ciao. Ciao. Willst du was trinken? Ja, natürlich. Ja. Du weißt, wo es steht. Ja. Connor hat mir echt gefehlt in Portugal. Aber diese Miller-Sache, die muss ich jetzt endlich in Angriff nehmen. Weil diese scheiß Spielchen, die bringen niemanden weiter von uns. Danke dir übrigens, du warst super. Ich hab nichts auszusetzen, krasse Energie. Ja. Ja, ich freu mich. Hi. Hast du eine Macke, Mike? Hier einfach aufzutauchen, dich hier anzuschleichen. Ich schleich mich nicht an. Ich wollte einfach nur mal kurz mit dir reden. Okay? Hast du zu? Spätestens seit gestern Abend weiß ich, dass ich das nicht kalt lässt, dass ich wieder da bin. Ich weiß, dass es unglaublich schwer für dich ist momentan. Dass Amelie weg ist, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Und wenn es dir irgendwie hilft, dann gib mir die Schuld an unserer Affäre, die wir hatten, ja? Aber das macht's alles nicht besser. Du solltest einfach zu deinen Gefühlen stehen. Die mir gegenüber. Checkst du es irgendwann, Mike? Nein, du sollst es checken. Okay. Ich kann es dir noch tausendmal sagen, ich kann es dir aber auch aufschreiben. Mike, ich will nichts mehr. Und glaubst du dir das selber, ja? Ja. Dieser Tom. Okay. Das ist einfach nur so ein Spielball für dich, ja? Da könnte mir fast leid tun. Was er nicht tut, aber ist ja egal. Bist du so arrogant? Das hat doch nichts mit Arroganz zu tun, Miller. Du weißt absolut nicht, wie es in mir aussieht, Mike. Du warst wochenlang nicht da. Wochenlang nicht. Du hast keine Ahnung. Und Mike, es tut mir leid, dir das zu sagen, aber die Welt dreht sich weiter, auch ohne dich. Für mich dreht sie sich weiter und für dich hat sie sich doch auch weiter gedreht, hä? Ja, musste sie ja. Ach ja? Ja. Schön Portugal, hast du da rumgechillt, rumgevögelt. Ich sag nur Biene mit dem Blümchen-Bikini. Und du willst mir jetzt was von Gefühlen erzählen? Ich bin dir absolut keine Rechenschaft schuldig. Nicht mehr. Normalerweise würde ich das jetzt echt gut sein lassen. Aber das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Da hat sich ja doch zu interessieren scheint. Oh. Raus. Null. Das ist die Anzahl der Frauen, mit denen ich geschlafen habe in Portugal. Null. Nicht mal eine. Ich habe nicht mal eine geküsst mehr. Wieso? Weil ich weiß, was ich möchte. Das wusste ich aber auch schon vor Portugal. Ganz ehrlich, du hättest mit tausenden Frauen schlafen, vögeln, streicheln, küssen, ist mir egal. Es ist mir scheißegal, Mike. Echt? Okay. Ja. Aber so eine Biene mit Blümchenslip, die scheint dich ja ganz schön eifersüchtig zu machen, ne? Wenn es dir so egal ist. Ist es dir egal, ja? Wenn ich da mit jeder hergelaufenen geschlafen hätte, ist es dir egal? Wenn ich einfach so irgendeine fremde Frau küsse, ist es dir das? Ich glaube nicht. Doch, Mike. Du löst absolut gar nichts mehr in mir aus. Du bist für mich gestorben. Ich muss Miller nur für einen Augenblick angucken, um zu sehen, dass das alles nicht stimmt, was sie sagt. Sie kann versuchen, ihre Fassade aufrechtzuerhalten. Ich
Ich weiß, was dahinter steckt. Was denkt Mike eigentlich, wer er ist? Als ob ich eifersüchtig wäre. Wenn hier einer eifersüchtig ist, dann ist es ja wohl Mike. Aber ich bin natürlich auch blöd genug und lass mich hier aus der Fassung bringen. Könnt kotzen. Hey! Auch schön, dich zu sehen. Scheiße, echt jetzt? Ja, du bist okay. Schlecht drauf. Nein, alles, sorry. Okay. Du kommst spät. Ja, ich war noch saufen mit den Jungs, Kollegen. Ah, okay. War cool. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Schön, wieder hier zu sein. Ja. Cool. Ich weiß, wie ausgegangen ist. Ich hab dich vermisst, okay? Ja. War ein langer Tag. Ja. Okay. Was? Ich bin hungrig, okay? Ich werde nie satt von dir. Warum schafft es Mike eigentlich immer wieder, mich so auf die Palme zu bringen? Marmilla, jetzt reiß dich zusammen. Du willst doch Tom, nicht Mike. Auf, zurück in Berlin. Ja, schön, dass du wieder da bist. Was sagst du eigentlich zu meiner Portugal-Playlist? Ja, geiler Song. Stell ich mir am Meer mit Strand noch ein bisschen besser vor. Mit 28 Grad noch. Ja, wie kommt's mit der guten Laune jetzt? Also ist die Wut auf Tom verflogen? So? Tom. Ja, das mit Tom hat mich ein bisschen verunsichert am Anfang, muss ich zugeben. Aber ich habe mit Müller gesprochen. Und es hat mich bestätigt darin, dass Müller noch was für mich empfindet. Aha, erzähl mehr. Pass auf, ich habe ihr erzählt, dass ich mit keiner Frau was hatte in Portugal. Da ist ihr die Anspannung vom Gesicht gefallen. Ja. Mit so einem Seufzer. Ja, sie war nicht cool, sie war eifersüchtig. Und eifersüchtig bist du wann? Ja, wenn du noch Gefühle hast. Eben. Auf den Kopf. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das heißt, was ist dein Plan? Was machst du jetzt, also, um Miller zu kämpfen? Habe ich mir überlegt. Ich warte ab. Wie? Ich mache erstmal nichts. Nein, jetzt komm. Doch. Weil ich kenne Miller. Miller ist jemand, die gibt nie Gefühle zu. Und mit ihr darüber sprechen muss ich jetzt auch nicht. Dann blockst du sofort ab. Ja, warte auf den richtigen Zeitpunkt und dann, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann bin ich da. Aber ihr seid noch gut versorgt? Ja, alles in Ordnung. Okay. Eichmann, damit riskierst du doch, sie zu verlieren. Glaube ich nicht. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was ich meinte, dass du dir nicht zu sicher sein sollst, dass Müller noch Gefühle für dich hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber ich meine trotzdem. Nee. Gut, ja, ich wünsche viel Glück. Ich bezweifle, dass der Plan aufgeht, aber drück dir die Daumen. Kommst du heute noch ins Matrix? Ich trete mit meinen Hotshot Boys auf. Oh, das ist voll auf das Angebot, aber. Kannst du mit auf die Bühne? Na, dann mal vielleicht. Ich mach heute ein bisschen ruhiger. Ja. Ja, das wegklaue ich dir. Doch. Ciao. Ciao. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Füße stillhalte, ist es die beste Chance, die ich habe. Und die ist gar nicht mal so klein. Was hast du? Warum weinst du? Hey, ich muss mit dir reden. Habt ihr die schon mal gesehen? Die sah vorher anders aus. Das ist kein frischer Tee, das ist ein Ausschlag. Ist ekelhaft, richtig? Widerlich? Genau. Den soll sie von uns haben, oder was? Jetzt hat er begriffen, alles klar. Wann habt ihr denn das letzte Mal geduscht? Und verspürt ihr so generell Kribbeln irgendwie oder ein Jucken? Also sag mal, was sind das für Fragen, Dr. André? Juckt's bei dir, oder wie? Ich dachte, Musik ist dein Traum. Es ist das Ding. Du hast dich beworben, hast dich bei Unis angeschrieben, hast mit Produzenten gesprochen. Nein, wie denn? Ich muss mich doch um deinen Laden kümmern. Also, komm, das ist eine Ausrede, Connor. Nein, da mache ich alles, um meinem Vater den Arsch im L.A. zu retten. Und was kommt als Dank? Macht er mich jetzt blöd an.